Stravete od Bulgaria. Hier werde ich mal das Beispiel einblenden. Guten Morgen aus Bulgarien. Ja, der ein oder andere verfolgt ja schon meinen Kanal seit dem ersten Tag. Und ich bin hier eigentlich auf Geschäftsreise. Ich habe vor, ein bisschen in Immobilien zu gehen. Speziell Wohnungen und Häuser in der Region. Ich befinde mich jetzt genau im mittleren Bereich von Bulgarien. Also die Hauptstadt ist weit entfernt. Das Meer ist aber auch weit entfernt. Die Berge sind, naja, 50 Kilometer entfernt. An der Grenze zu der Türkei und Griechenland. Ja, vielleicht sagt euch das was. Plovdiv ist ja der zweitgrößte Stadt hier in Bulgarien. Und ich bin nochmal so, naja, 100 Kilometer südöstlich in einer Kleinstadt, die sich Simeonowgrad nennt. Hier kommt meine Mutter her und hier sind auch meine familiären Wurzeln. Daher kenne ich mich in der Region gut aus und werde jetzt mal an der Stelle kurz meine bulgarischen Zuschauer begrüßen. Zdravete od Bulgaria! Assam tuk, Marcel! Kaksi! Blagodaya, dass ihr gledate moite Videos i as nogo radva za tova. Shividime. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Bulgarisch gesprochen, wie ihr zweifelsohne erkennen konntet. Ich kann ja so ein bisschen sprechen. Die Sprache ist auch erforderlich hier, weil wir ja die kyrillischen Buchstaben haben und gerade hier auf dem Lande, sage ich mal, nicht viele der bulgarischen, der englischen Sprache mächtig sind. Also wird es auch im Grunde genommen schwer, und da sind wir schon bei der ersten Frage, die mir gestellt wurde, ist es denn so einfach, Immobilien zu erwerben in Bulgarien, und was kann ich empfehlen? Dazu mache ich nochmal ein extra Video, aber man kann zusammenfassend sagen, Preise sind ziemlich weit unten hier im Inland. Ich werde nachher auch noch ein paar Beispiele einblenden. Man bekommt eine, sage ich mal, 60 Quadratmeter Wohnung für ab 10.000 Euro. Und hier werde ich mal das Beispiel einblenden. Und ein Haus mit ca. 1500 Quadratmeter für ab 6500. Auch hier die Einblendung als Beweis. Aber ihr müsst wissen, es ist immer so, dass diese Immobilien im Inland sind. Also man kann sagen, wie würden wir sagen auf Deutsch, oder im Englisch sagt man in the middle of nowhere, also wirklich in der Pampa. Und ihr braucht dann Auto zu. Zur Erklärung, warum sind Wohnungen teurer als Häuser mit Garten? Fange ich mal bei Häusern an. Die Häuser sind hier für den Preis, den ich gerade eingeblendet habe, in einem erbärmlichen Zustand, muss man tatsächlich sagen. Die sind teilweise seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, nicht mehr bewohnt. Das heißt, für die Preise um 10.000 bis 50.000 Euro müsst ihr noch mindestens den gleichen Preis investieren, um einen Standard zu erhalten, den ihr euch vorstellt und den ihr vielleicht aus dem westlichen Europa ja, kennt. Natürlich gibt es auch Objekte, die von vornherein schon 50.000 bis 70.000 Euro kosten. Da könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass ihr ready to move, das heißt direkt einziehen könnt. Ihr habt einen Garten dazu, der auch teilweise schon seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurde. Da sind riesige Pflanzen drauf, riesige Bäume. Die Einfriedung, also die Zäune, sind teilweise gar nicht mehr vorhanden oder sind in einem sehr schlechten Zustand. Also das heißt, wenn ihr hier
ein Haus mit Land kauft, müsst ihr immer auch handwerkliches Geschick und handwerkliche Power mitbringen. Das ist Fakt. Bei Wohnungen sieht es ein bisschen anders aus, da die befinden sich ja meist in einem etwas größeren Haus, mehretagig, und dort ist der Zustand nicht so runtergekommen wie bei Häusern. Versteht sich, weil ja da noch andere wohnen, andere Mieter wohnen oder Besitzer, Wohnungsbesitzer, und die haben sich um das Dach gekümmert, schon um den Hausflur. Da sind sozusagen die wenigstens die Eck- und Grunddaten schon okay. Wie es in der Wohnung aussieht, ist wieder eine andere Sache. Ja? Alte Fenster teilweise und teilweise auch zerbrochene Fenster, Türen sind alt, die Elektrik ist alt, der Fußboden ist alt, die Rohre, die Wasserrohre sind auch alt, und Warmwasser steht auch nicht zentral zur Verfügung, sondern müsst ihr euch selber aufbereiten. Wir haben hier in der Küche einen Durchlauferhitzer und im Bad einen riesigen Boiler zur Warmwasseraufbereitung. Aber diese Kosten müsst ihr alle nochmal gerade hier raus auf dem Balkon. Beim wunderschönen Wetter. Wir haben hier übrigens aktuell 30 Grad, was auch ziemlich ungewöhnlich für April ist. Normalerweise hat man hier so um die 20 bis 24 Grad in Mitte April. Gut, das soll es erstmal als kleine Einführung gewesen sein. Kommt einfach mal mit in diesem Video zu ein paar Objekten, die ich euch zeige im Video. Manche werde ich auch nur als Foto einblenden. Und ja, für jemanden, der sich vielleicht damit oder mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu erwerben, nochmal der Tipp, dieses Jahr ist als Währung hier noch der bulgarische Lever gültig, aber es ist geplant, ab 1. Januar nächsten Jahres auch hier den Euro einzuführen, und wir kennen es ja aus Kroatien und anderen Ländern, dann werden die Preise ja explodieren. Es ist vorbei mit den Preisen. Ne? Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Und schon sind wir am ersten Objekt der Begierde, übrigens mein Favorit. Diese Villa, die steht seit mindestens 20 Jahren leer. Und wir schauen uns dieses Objekt mal ein bisschen näher an. Wir werden mal, kommt mal mit, werden mal ein bisschen weiter weggehen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Mit Blick auf einen Fluss. Da hinten, seht ihr? Allerdings auch die Straße hier, aber die nicht ganz so befahren ist. Das Ganze hier hinten gehört alles dazu mit einer ganz tollen Terrasse. Aber wir schauen uns die ganze Sache mal an. Von nahen. Ich bin noch hin und her gerissen, ob wir sie kaufen sollen. So. Dach, ja, ohne Worte. Fenster eingeschlagen. Putz abgefallen. Naja. So, und dann gehen wir mal zum Hintereingang. Jetzt versuche ich da mal einen Blick zu riskieren mit meinem langen Selfie-Stick. Also, nicht so berauschend, oder? Objekt 1. Hier ist diese Immobilie hier, ist gleich neben unserem Block. Ja, hier oben wohne ich. Und gleich um die Ecke schon die nächste Immobilie. Die im neueren Stil, wie man sieht, da wurde wirklich mal richtig Geld in die Hand genommen. Und
Drainete. Kadiotti, bitte. Film, Film. Kadiotti, bitte. Pardolo? Ja? Ich also am Influencer, YouTube. 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 Tony Govori Pobolgowski. Samo was. Molle? Und koliko godine imate? Samo, da godine. Koliko abonament? Koliko abonament? As just gore dolo 50. As pouch farm. 50 šilit. Ne, no, 50, samo 50. Adios, adios. Sobe, adios, bye bye. Elfa. Nein, na gore tam. Na glamour na ta ulica tam. Ciao. Allerdings sehen auch viele Straßenzüge in Bulgarien, auch in Großstädten, so aus. Verlassen. So, hier haben wir jetzt mal eine innerstädtische Immobilie, eine zweietagige Sache, wo man unten auch noch den Laden mit dazu kauft, den man dann hinterher vermieten kann, wenn man es schafft. Ja, und oben sehen wir ja, ist auch ein bisschen Handwerkerleistung zu erbringen. Lassen wir es mal so ausdrücken. Ja, wie das Dach aussieht, kann man von hier aus nicht sehen. Typischer bulgarischer Wohnblock, wo es jede Menge Wohnungen zu kaufen gibt. In dem Fall relativ zentral, weil da oben ist schon sozusagen der Marktplatz mit dem Rathaus hier um die Ecke und dem russischen Denkmal. Und jetzt bin ich mal zu dem bekanntesten, runtergekommensten Block in der ganzen Stadt gegangen. Also ohne Worte, da fehlen mir selbst die Worte. Ganz schlimm. Hier drin werden tatsächlich auch Wohnungen angeboten. Also da fehlen auch schon die Glasscheiben im Hausflur bei beiden Etagen. Preis blende ich euch ein. Ganz, ganz schlimm. Das ist auch ein ziemlich schrecklicher Kasten. Wohnblock. Wohnung steht frei. Zweite Etage Wohnung steht frei. Dritte Etage steht frei. Vierte steht frei. Fünfte ist bewohnt. Also ich sag mal, so ja, über den Daumen gepeilt 50% Leerstand. Wohnungspreise blende ich ein. Wohnungskauf, Miete ist hier eher nicht. So, meine lieben Freunde, und hier haben wir ein ganz besonderes Objekt ausgewählt für euch zur Vorstellung. Und zwar auch eine innerstädtische Villa, allerdings lange Jahre nicht bewohnt. Und hier wäre also auch auf alle Fälle Handwerksleistung einzubringen. Das Haus ist nicht verputzt, allerdings schön mit Doppelstein gemauert.
erkennt man hier, ich blende euch mal ein. Hinten ist da noch ein Garten. Komm mal ran, dann können wir das vielleicht unseren Zuschauern zeigen. Da hinten der Garten. Ich würde mal sagen, sind so nochmal 300, 400 Quadratmeter Garten hinten dran. Zwei Etagen mit einem kleinen Balkon. Und alte Fenster. Ja. Wenn wir mal weitergehen. Hier ist Glas, vorsichtig sein. Sieht man, es ist ein recht großes Gebäude. Und hier kann man also sehen, dass das Dach und die Dachrinne oben, vielleicht kann man das gar nicht so gut erkennen, auch desolat ist. Aber naja, Preis werde ich euch einblenden. Und hier haben wir wieder ein klassisches Handwerkerobjekt. Total ruhig, schön gelegen, aber trotzdem innerstädtisch mit einem Garten. Mal sehen, ob wir reingucken können. Verwildert. Ich denke mal so um die 1000 Quadratmeter. Aber da seht ihr, ist der Eingang. Dach, ganz schrecklich. Also hier müsste Geld in die Hand genommen werden. Preis blende ich euch ein. Das war der Preischeck Immobilien Bulgarien. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und freut euch auf das nächste Video.